seid ihr schon. Das Problem ist, diese Sachen werden auf meine verfickte Familie zurückgegriffen. Wir wohnen jetzt schon seit einer Woche auf Madeira und wir haben da Spaß dran. Wir haben da Spaß dran, auf Madeira zu wohnen. Es ist eine Insel, wir haben da drüben Sommer wie Winter. Einfach nur mal Sommer. Wie lange seid ihr besoffen? Wir sind nicht besoffen. Wie spät ist es gerade auf Madeira? Wie spät haben wir es hier? Also wie spät haben wir es in Deutschland? Weiß ich nicht. Wir haben es gerade mal 19.04 Uhr auf Madeira. Ach so. Oh, ist auch so. Hallo? Nee, mit 59 Zuschauern gebe ich mir nicht zufrieden. Ich möchte 685 Zuschauer haben. Also, streng dich mal ein bisschen an. Dann fühle ich mich erst angesprochen. Bei 58 oder 59 Zuschauer, da fühle ich mich nicht angesprochen. Streng dich mal ein bisschen an. Viel Spaß. Ich möchte 1200... Nein, das hast du, die. Ich alleine möchte 1200 Zuschauer haben. Jetzt. Da hat mich einer gefragt, was ich anhabe. Und der weiß nicht garantiert nicht, wo wir wohnen. Der muss ich nicht mehr. Ich wohne auf Madeira. Ich möchte 1200 Zuschauer sehen. Jetzt. Die Jahreszeit ist auf Madeira genauso das wie hier in Deutschland. Warst du schon mal im Portugal? Ja, bei Real Madrid. Also bei Real Madrid war ich schon mal. Nein, war ich noch gar nicht. Doch, war ich auf Madeira. Weil Madeira ist ja auf der bei Portugal. Ihr wollt mich ziemlich ficken? Nein. Klar war ich da. Madeira ist auf Portugal. Assag 134, verpiss dich. Was du mir getan hast, du kleinlässige Fotze? Du hast schon sehr ziemlich viel getan, Digga. Du bist noch nicht mal dein Rap wert. So schlecht bist du. Du hast doch so lange, du hässliche Fotze, Digga. Roberto Schwengel, Digga. Was willst du von mir, Digga? Halt deine Fresse, du Opfer. Du kleinlässiger Hurensohn. Eine kleinlässige Fotze. Ich kann nicht so aggressiv sein. Du Fotze. Was? Hat sie wieder da vollgekloppt oder was? Soll ich mal darüber gehen? Kannst du mal meinen 23 Dügel Zentimeter Schwanz lutschen? Ein Bier bitte. Und meine Kirsch. Hier. Hallo, Ibims. Hier. Lutsch mal Duplo, du Bastard. Hier, lutsch ihn. Komm, versuch ihn zu lutschen. Du Bastard, Digga. Dass du auch in den Popo ficken? Na klar, darf ich meine Ex-Alter in den Popo ficken. Ich darf alles, Digga. Wenn ich ihn in den Arsch, Alter, hinten reinballere, dann ist es so. Da sagt die Vorzeit dann zurück nach, ah, yeah, ah, yeah. Also Fresse. Ah ja, deswegen kann ich ja auch stehen, ne? Deswegen kann ich ja auch so. Bap, 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 bap. Hä? Hier. Komm mal her, du Fotze. Was? Hä? Hier. Deswegen sieht man meine Beine, ne? Du Fotze. Komm mal ran auf den Meter. Komm, 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 Digga. Batsch, batsch. Digga, hä? Waffe-Rollstuhl, was? Hä? Du Nuttensohn, komm her! Komm!
Du gehst mal pop, 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 pop. Digga, du kriegst einen von Shetley, Digga. Du Nuttensohn. Du Fotze, komm doch! Ach, traust du dich nicht, ne? Du Missgeburt! Bist du auch wieder im Stadtpark oder was unterwegs? Oder redest du wieder Scheiße? Es ist aber nicht ein Rolli. Merkt ihr irgendwie was? Komischerweise, ich kann stehen, ne? Komischerweise, dass ich eine Hose anhabe. Komischerweise, dass ich einen Pullover anhabe. Und dass ich Kickboxen kann, ne? Ist schon ein bisschen krank. Hä? Ist ein bisschen creepy in eurer Birne. Was für Rollstuhl, Digga. Alter, die Fresse, Alter. Ich hab gesagt, Alter, 1200 Zuschauer möchte ich sehen. Also gib Gas! Ja, ist gut, dass ich hier nicht mehr wohne. Häng dich, Vanessa, Digga. Oh, du bist ja so ein krasser, ne? Das war halt meine alte Adresse wieder weiterspiegeln, du es. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Dass vielleicht deine Mutter da bei mir zum Lutschen kommen tut. Heißt sie zum Beispiel Agatha? Hat mir was gezaubert? Du Nuttensohn. Da frag dich mal, Alter, was die Leute da machen. Geh meine Adresse weiter preis. Ah, scheiße, ne? Wenn man auf Madeira nicht weiß, Alter, wo ich wohne. Obwohl ich es noch bekannt gegeben habe per Video. Hast du den großen Brand auf Madeira gesehen? Nee. Ich bin ja seit 14 Tagen auf Madeira. Against Mensch, offiziell, Digga, ich wohne da nicht mehr, aber ist okay, Digga. Klar, ne? Klar, ich wohne da, ne? Ich wohne auf Madeira. Berg 108. Aber ist okay, Digga, du kleinhässlicher Hurensohn. Du weißt natürlich besser über mein Leben Bescheid. Na sicher, Digga. Du kleinhässlicher Bastard, Digga. Es ist noch nicht mal an der Klingel dran, es ist nicht mal am Briefkasten dran, dass ich in der Nordstraße 26 wohne. Willst du mir vielleicht noch Pakete zukommen lassen? Oh, ich lache, weil ich ja da nicht mehr wohne. Du Bastard, Digga. Digga, bin ich umgezogen, Digga. Ich wohne auf Madeira. Fetter Bastard, Alter. Ja, tut mir leid, dass halt eben deine Mutter, Alter, so ein kleinlässiger Hurensohn ist, Digga, die auf den Straßenstrich anschaffen geht. Verpiss dich, du kleinlässiger Bastard. Hier, da. Da mach ich sogar das hier. Das hier. Hier. Da mach ich sogar das hier. Hol mir doch eine Runde, Alter, auf euren Bastarden. Drohnen, Digga, der sowieso die ganze Zeit nur meint, Alter, ja, man muss euch sowieso in den Arsch ficken. Der Einzige, der in den Arsch gefickt wird, Alter, das sind die ganzen deutschen Bastarde, Digga. Ich bin auf Madeira, Digga, also was wollt ihr von mir? Digga, ich hab jeden Tag Sommer. Digga, ich hatte sogar schon mit meiner Frau, Alter, vorgestern, Alter, am Strand sogar noch Sex in Dunkeln. Oh! Digga, es sind einfach nur für mich Opfer, Digga, die in Deutschland wohnen, Alter. Es sind einfach nur ein Kotzreiz. Also verpisst euch mal mit eurem Scheiß. Wetterbericht, ja, da liegt Schnee. Halt die Fresse, du Opfer. Entweder du stehst Wind, Schnee durch oder du lässt es sein. Also Schnauze mit euren 15 cm Schnee. Ihr Opfer, verpisst euch. Ja, Fallmenschen. Madeira macht richtig Bock. So, ja, tut mir ja leid. Von dieser...
Für diese Opfer, die ja sowieso nur in Deutschland wohnen, tut mir leid. Dass ich halt irgendwas aus meinem Leben was gemacht habe. Ihr kleine hässlichen Bitches. Hab ich richtig Bock, Alter, euch in den Arsch zu ficken. Achso, hast du nichts Besseres zu tun, als so wie nur bei mir hinter zu stehen? Wo wohnen wir? Auf Madeira. Ja, natürlich wohnen wir auf Madeira. Und geht's uns hier gut oder geht's uns drüben in Deutschland gut? Ja. Nein. Uns geht's auf Madeira gut. Okay, willst du das verbreiten, dass du schwanger bist? Können die doch wissen, dass ich ein Kind erwarte. Ich trinke nicht in der Schwangerschaft. Das Einzige, was ich trinke, ist Eistee. Was erwarten wir? Ein Jung. Nein, ein Kind. Ja, ein Kind erwarten wir, ja. Wir sind keine Geschwister. Achso, ist das der Chunky Pack oder was? Der wieder mal so hart auf die Fresse haben muss. Ja. Damit sie überhaupt wissen, was Phase ist. Achso, ja. CTF ist ja auch schon hinterher. Ach ja, die Ellen ist ja auch noch hinterher. Achso, O'Brien, ja. Ihr wollt ja nur Kohle rausziehen. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Dass ihr es halt nicht schaffen tut, weil halt eben meine Frau halt eben weiß, was für ein Sohn gerade steht. Ja. Also, jetzt zieh richtig durch. Zieh richtig durch. Er sitzt nicht im Rollstuhl, ihr behinderten Pflaum. Also ihr seid doch nicht mehr ganz edel. Weil ich so aggressiv werden, weil ich so aggressiv sein kann. Ihr Fotzen. Ihr blöden Fotzen. Und er ist auch kein Alkoholiker oder sonst was. Ja klar, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Brüdern. Die sind ja meine Brüder. Die stehen hinter mir, wenn was ist. Oh, natürlich weißt du, natürlich, wenn ich halt im Außendienst bin, also im Außendienst bin, wie es ist, so hart angenommen werden. Ja. Sobald wie ich dran ausliegen tue, bist du die Erste, die halt im Sagen tut, was mit meinem passiert. Er hat eine Schussverletzung. Da bin wie oft ist es schon, dass ich beim Messi da gewesen bin und du einfach nur schlucken musstest und dann einfach nur bei mir an diesem Krankenbett zu stehen? Schatz, muss es wieder so sein? Musstest du wieder die harte Maus rauslassen? Ja. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich habe es nicht getan, sondern es sind andere Leute, die es wieder mal wollen. Weißt du, und der Chat denkt natürlich, ja, ich bin einer der Gott, ich bin einer der Größten. Fick dich, verpisst euch! Und das kannst du dir jetzt noch mal sagen. Verpisst euch, einfach aus diesem Stream. Und nochmal, wir sind keine Geschwister. Meine Brüder wohnen nicht so weit weg von uns. Verpisst euch. Ich trenne mich garantiert nicht von meinem Mann. Verpisst euch. Entweder sie sollen sich verpissen oder sie kriegen eine Kugel an den Kopf. Entweder ihr verpisst euch oder ihr kriegt eine Kugel am Kopf.